So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Regional hier bei mir ist Eck aus Köln kommend eine Nachricht. So hieß es nämlich noch Mitte Juli beim Kölner Stadtanzeiger bereits 8000 Anmeldungen. Köln-Marathon will am 3. Oktober starten. Und das war eine schöne Nachricht. Ich habe mit einem Bekannten gemeinsam darüber nachgedacht, einfach mal einen Halbmarathon zu laufen. Habe ich noch nie gemacht. Hätte mich ein bisschen vorbereitet. Ihr wisst das, bin gerade ein bisschen lädiert durch mein Knie, ein bisschen Knieprobleme daran. Nichtsdestotrotz, ich hatte die Absicht, ja, daran gerne mal teilzunehmen, weil so ein Event, das hätte ich gerne mal gemacht, habe ich leider noch nie und dementsprechend hätte ich mitgemacht. So, das kostet natürlich ein paar Euro für die Organisation, aber das macht man gerne und dann gerade auch in meiner Heimatstadt in Köln hätte das auf jeden Fall Spaß gemacht. So, jetzt kommt aber leider folgende Nachricht, so heißt es hier, wieder beim Kölner Stadtanzeiger, Zitat, wegen steigender C-Zahlen, Köln-Marathon wird erneut abgesagt. Ja Leute, man plante hier mit ca. 20.000 Menschen, die da teilnehmen, aber so heißt es dann hier, dass nämlich man hätte da kein richtiges Konzept aufbauen können und unter der aktuellen Situation und mit den steigenden Zahlen könnte man das nicht realisieren. Und dann habe ich mir wiederum mal die aktuellen Zahlen angeguckt, von gerade jetzt heute, wo ich dieses Video aufnehme, heißt es nämlich, Inzidenz steigt leicht, Wert bleibt über 35er Marke. Also das heißt, 35 Menschen von 100.000 haben einen positiven Test, was nicht gleichzusetzen ist mit einer Erkrankung oder auch schweren Symptomen oder ähnliches. Und das finde ich wieder mal so faszinierend, dass man hier so vorgeht und schon, wie viel? 2 Monate im Voraus so ein Event absagt. Vielleicht sollten sich die Veranstalter ja mal mit den Kollegen aus Berlin bezüglich des Christopher Street Days unterhalten. Die haben es ja geschafft mit, man weiß ja nicht so ganz genau die Zahlen, es kursieren ja Zahlen von 25.000 bis 65.000 Teilnehmern, aber diesen gut durchzuführen, ohne dass ein How dare you kam, auch wo viele Leute ohne Masken rumgegangen sind bei dieser Veranstaltung und allem drum und dran. Und dazu muss man auch noch sagen, die Veranstaltung hier, Köln-Marathon, ist zum zweiten Mal abgesagt worden. Nämlich letztes Jahr ist er aber auch schon abgesagt worden und vielleicht sollte man ihn einfach auf den Sommer verlegen, da wo die Zahlen logischerweise einfach geringer sind als im Herbst. Das ist ja eine ganz logische Konsequenz, die sich daraus ergibt. Also es ist traurig. Es ist einfach traurig. Leute, nochmal, wir werden keine Normalität, wie wir sie aus 2019 und den Jahren davor in diesem Land kannten, mehr haben. Das wird mir gerade immer wieder ganz bewusst klar. Ich finde es einfach nur schrecklich. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.